Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde Let's Play Together GTA 5 und heute über das Thema Pushen. Ich habe einen YouTuber angeguckt, das muss ich euch mal erzählen. Der heißt Deus HD, glaube ich, aus Österreich. Und der hat in seinem Video ein bisschen darüber erzählt, was er vom Pushen hält. Dazu muss ich, denke ich, mal sagen, was überhaupt Pushen ist. Pushen ist zum Beispiel ein YouTuber irgendwie wahllos verlinken oder irgendwie dafür sorgen, dass er viele Abonnenten bekommt. Ich sage euch ganz ehrlich, Pushen ja, aber nur unter einer bestimmten Voraussetzung. Und die Voraussetzung sollte ganz klar sein, dass der YouTuber erstens mal einen guten Content hat. Content, das habe ich immer noch von der Aaron-Ente. Da kommt er immer mit Content, Content, Content. Content heißt Inhalt. Dann sollte er lustig sein, cool, Informationen soll er haben. Er soll es einfach gut machen. Aber das Wichtigste beim Pushen, ja, das ist doch, dass mir der YouTuber gefällt. Ne? Der muss mir gefallen. In meiner Zeit als der junge Zocker habe ich auch viele Angebote bekommen von YouTubern, die teilweise auch ein bisschen größer waren als ich, die gesagt haben, komm, wir machen mal so ein Commentary, wo wir beide uns verlinken. Das war, glaube ich, vor 5 Monaten. Ich sage dazu ganz klar, ich bin nicht die Person für Dual Commentary. Sage ich euch ganz ehrlich, da habt ihr wirklich einen falschen Ansprechpartner. Ich fühle mich dabei nicht wohl, ich will das nicht und ich habe darauf keinen Bock. Aus dem Grund mache ich das nicht. Ja, jetzt zum Pushen. Da gibt es schon einige YouTuber, die ich mag. Und die pushe ich auch. So, da habe ich keine Probleme damit. Weil ich sie mag. Und weil ich garantieren kann als YouTuber, dass der Inhalt gut ist. Und das Problem heutzutage ist, dass Leute gepusht werden, die einen beschissenen und asozialen Inhalt haben. Ja? Wie bekomme ich eine Frau am schnellsten flach? Oder wie kann ich eine Frau am schnellsten ins Bett kriegen? Das sind für mich YouTuber, die einfach krank im Kopf sind und denen wirklich ganz klar Persönlichkeit fehlt und denen Mitgefühl fehlt. Weil eine Frau schnell klar machen, hallo, was sind das für Menschen? Das sind bestimmt so Leute, die jedes Wochenende in Puff gehen. Die würden sogar ihre Ehefrau betrügen, Alter. Furchtbar. Finde ich ganz schlimm, sowas. Muss ich wirklich euch mal sagen. So. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier so ein kleines Kill-Video machen, wo ich ein paar Leute töte. Aber hier ist alles menschenleer. Was ich ein bisschen teilweise bemängel an GTA 5 online, dass manchmal ein Haufen von Leuten im Spiel sind. Und manchmal ist halt gar nichts los, wie hier. In ganz Los Santos, in dieser ganzen Stadt, fährt nicht mal ein Auto rum. Kann doch nicht sein, sowas. Was ist denn da los? Naja, machen wir mal Suizid, würde ich sagen, oder? Dann nennen wir es ein Lauf-Commentary. Lauf-Commentary, das hört sich gut an. Ja, pushen halte ich ganz ehrlich so nichts davon. Ich werde auch niemals einen YouTuber jetzt so pushen, nur weil das mir schreibt, werde ich nicht machen. Und selbst wenn da Menschen kommen wie Elodrix oder irgendwie was Großes, interessiert mich nicht. Die sollen von mir wegbleiben. Ganz ehrlich. Mache ich nicht. Sag ich auch ganz klar. Wenn ein YouTuber mir anschreibt, ich sag dem auch, sorry, aber dein Content gefällt mir nicht, dein Inhalt. Ne? Ich kann ja nicht lügen und sagen, dein Inhalt ist super. Super, dass du deine Tutorials machst, wie man am besten Frauen klar macht. Und ins Bett bekommt. Oder wie man am besten Leute betrügen kann. Mit solchen Leuten kann ich doch nicht zusammenarbeiten. Ne? Jo. Das war's eigentlich, mein Lauf-Commentary. Viel gelaufen sind wir. Und ja, haben ein bisschen die Landschaft angeguckt. Wir sind ja mal in der Villengegend. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ciao.